Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Ich bin Peter Weber. Ja, heute eine interessante Sendung und ich bitte euch wirklich, sich mal die Zeit zu nehmen. Wir sprechen heute über Deutschland, über die Entwicklung in Deutschland. Wir sprechen über den Verfassungsschutz, über die mögliche Instrumentalisierung durch die Politik. Wir sprechen über das Bundesverfassungsgericht. Werden Urteile dort noch gefällt im Sinne des Bürgers? Werden überhaupt Revisionen angenommen? Ja, und wen könnte ich besser dazu einladen, heute physisch im Studio, als meinen langjährigen Freund? Wir kennen uns seit 1978, lange Laufzeit, wir sind schon ein paar Tage unterwegs. Ja, es ist Rainer Thesen, vielen von Ihnen bekannt. Er ist Rechtsanwalt, Autor und Publizist und er steckt sehr im Thema drin. Das werdet ihr merken. Begrüßen Sie mit mir Rainer Thesen. Lieber Rainer, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Ja, gerne hier. Es ist schön, dich wieder zu sehen. Ganz gesund und munter, wie es sich gehört heutzutage. Ja, wir bemühen uns. Ja, Rainer, wir haben Themen, die die Menschen berühren. Ich habe hinter mir eingeblendet das Grundgesetz, die Freiheit. Wir erleben ja immer mehr, dass Menschen, die für ihre Freiheitsrechte auf die Straße gehen, stigmatisiert werden in einer Form, dass sie letztlich ja sogar zu Nazis heruntergewürdigt werden, was ja überhaupt ein Vergleich ist, der ist ja so schändlich, schlimmer geht's ja nicht mehr. Menschen, die für ihre Freiheitsrechte auf die Straße gehen, die um ihre Zukunft, um ihre Kinder Sorgen haben, wiederum die anderen, die letztlich das nicht als legitimiert wissen wollen. Es gibt gute und böse Demonstrationen, die würdigen das auch in dieser Form herab. Haben wir Verhältnisse, Rainer, die dir Sorge bereiten? Ja, unbedingt. Das muss man aber auch in der Tiefe, auch in der Tiefe der Geschichte betrachten. Ein Beispiel für das, was ja wirklich das Problem ist, sind ja die Vorgänge um die Innenministerin Faeser, ihre offensichtliche Sympathie für die linksextreme Antifa. Und das kann man nur verstehen, wenn man die Geschichte vom Beginn der 30er Jahre des vergangenen Jahrhunderts an betrachtet. Diese Zeit war gekennzeichnet durch Straßenschlachten, Saalschlachten zwischen Kommunisten und damals noch marxistischer SPD auf der einen Seite und Nationalsozialisten auf der anderen Seite. Das führte dazu, dass man sich auf der linken Seite des Spektrums zusammenschloss gegen die Nationalsozialisten und gemeinsam gegen sie kämpfte, den gemeinsamen Feind, und gab sich auch einen Namen. Und dieser lautete eben nicht Anti-NSDAP, sondern er lautete antifaschistische Organisation. Mhm. Warum denn nun faschistisch, fragt man sich. Die Partei hieß ja gar nicht faschistische Partei, sondern nationalsozialistische Partei. Und das war das Problem, denn damit wurde deutlich, dass diese Leute um Hitler eigentlich auch eine sozialistische Gesellschaftsordnung wollten und Wirtschaftsordnung, allerdings mit einer zusätzlichen nationalistischen, rassistischen Komponente. Denn das unterschied sie ja fundamental von den anderen Sozialisten, sage ich einmal. Wobei die Nazis ja auch die Konservativen und Wirtschaftsliberalen als ihre Feinde betrachteten, nebenbei bemerkt. Aber die Strategie der Linken ging dahin, jetzt zwei Dinge auf einmal zu erledigen. Einmal der Kampf gegen den Intimfeind Nationalsozialismus, andererseits die Diffamierung aller bürgerlich-wirtschaftsliberalen konservativen Kräfte, um die in eine Nähe zu den Nationalsozialisten zu bringen und damit den Sammelbegriff Faschisten zu benutzen für alles, was ihnen nicht passt. Darf ich kurz einflechten? Das bedeutet ja, dass letztlich der Kampf gegen die Nazis ist ja alles zu verstehen. Das ist ja alles, ja, selbstverständlich, das ist alles nur zu unterstützen. Aber es bedeutet ja, dass man hier gesagt hat, es ist ja eine ähnliche Täuschung, vielleicht kommst du noch dazu, wie es heute der Fall ist, dass man alles unter einen Hut bringen will. Verzeiht, dass ich unterbrochen habe, bloß zum Verständnis für die Zuschauer nochmal, das so zu sagen. Ja. Also Kampf gegen die Nazis, absolut richtig und notwendig gewesen. Aber hier hat man Dinge vermischt und wir erkennen Parallelen in die heutige Zeit hinein. Richtig. Jetzt muss man einen Sprung machen. Nach dem Kriege, als der Spuk vorbei war, gründete sich eine Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes. Vereinigung der Verfolgten des Nazi-Regimes, VVN, Bindestrich,
BDA, Bund der Antifaschisten. Mhm. Da kam man wieder. Das war zunächst einmal eine ganz reputierliche Vereinigung. Es waren tatsächlich die Überlebenden der Nazi-Verfolgungen, ob Juden, ob Kommunisten, ob Sozialisten, ob Katholiken, ob Zigeuner. Es waren alle dabei, die unter dem Regime gelitten haben. Aber die Führung hatte von vornherein die KPD. Die kommunistische Partei. Die kommunistischen Funktionäre waren vorne dran. Das führte ja auch dazu, dass seitens der, sage ich jetzt mal, alten SPD der Nachkriegszeit, Schumacher, Brandt, Wehner, Ollenhauer, eine scharfe Abgrenzung gegenüber diesen Leuten erfolgt ist. Es gab einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Mitgliedschaft in diesem Verband ist mit der Mitgliedschaft in der SPD nicht vereinbar, führt zum Parteiausschluss. Das ist erst aufgehoben worden 2010, weil es hat ja dann eine andere Entwicklung gegeben. Von der SPD haben ja mit der Zeit, aus meiner Sicht, die Alt-68er die Macht übernommen in dieser Partei. Leute, die da sozialisiert worden sind, haben diese Partei aus meiner Sicht unterwandert. Denn sie waren ursprünglich ja auch Gegner der SPD alter Art. Und wenn wir heute so Leute wie die Frau Faeser haben, dann stelle ich fest, die ist ja schon bei Lehrern in die Schule gegangen, die 68 sozialisiert worden sind. So. Oder Herr Kühnert. Ja? Und deswegen kommt es ja auch, dass man es nicht skandalisiert, dass Frau Faeser in einer solchen Zeitung geschrieben hat und langsam rauskommt, dass sie auch früher schon mit denen sympathisiert hat. Nein, nein, sie wird ja von dem gesamten linken Spektrum verteidigt. Und das ist ja das eigentliche Problem, dass wir auf einmal wieder eine Konstellation haben, wo ganz linksextreme Kräfte wie diese Antifa und eine deutsche Regierungspartei, die SPD, Arm in Arm gehen. Ist das nicht eine ganz gefährliche Situation, um es mal einfach zu sagen? Wir haben praktisch eine Chefin, eine Innenministerin, Nancy Faeser. Sie ist ja praktisch die Aufseherin mit des Verfassungsschutzes. Ja, natürlich. Sie ist ja letztlich die obergeordnete Behörde, die letztlich als Innenministerin. Das heißt also praktisch, dass ihre Beamten letztlich diese Blätter beobachten, für die sie schreibt. Das kann man so sagen. Ja, man könnte es jetzt mal ein wenig spöttisch formulieren. Es gibt ja das berühmte Sprichwort in Deutschland, den Bock zum Gärtner machen. Das passt hier im Moment nicht. Jetzt müsste man sagen, die Ziege zur Gärtnerin. Aber das ist ja schon ganz despektierlich. Das wollen wir mal wirklich nur als Joke stehen lassen. Aber es ist tatsächlich so, die oberste Dienstherrin der Verfassungsschutzbehörden ist selbst mit den Leuten im Schulterschluss, die ihre Beamten zu beobachten haben. Und da kommt ein weiteres Problem. Wir haben nicht nur diese merkwürdige Volksfront, was ein alter Begriff war, auch in der damaligen Zeit, die Volksfront der linken Kräfte von KPD bis SPD Arm in Arm gegen das Kapital und gegen den Krieg und was weiß ich alles. Nein, wir haben noch etwas weiteres beim Verfassungsschutz. Wenn wir uns den nunmehrigen Präsidenten Haldenwang anschauen, der nun den aus meiner Sicht exzellenten Beamten Maaßen abgelöst hat. Mit dem wir ja oft sprechen, ihr wisst es ja. Ja, dann sehen wir, dass hier jemand den Verfassungsschutz führt, der sich eindeutig als verlängerter Arm der politischen Leitung des Hauses sieht und nicht der Institution Innenministerium und nicht der Verfassung dient, sondern der Politik. Was da gemacht wird heute, ist die Fortsetzung der Politik mit den Mitteln des Verfassungsschutzes. Das ist jetzt eine steile These, meine Damen und Herren, aber ich werde sie auch begründen. Aufgabe des Verfassungsschutzes ist es, die Verfassung zu schützen, wie der Name sagt. Und so steht in § 4 des Gesetzes über den Bundesverfassungsschutz drin, was verfassungsfeindlich ist und damit extremistisch. Das sind Bestrebungen gegen
die Grundlagen unserer Demokratie, die freien Wahlen, die Ablösbarkeit der Regierung, die Unabhängigkeit der Gerichte, das Recht, eine Opposition zu bilden, die Regierung abzulösen. Demokratiegebot. Darüber hinaus der Schutz der grundlegenden Menschenwürde, der Menschenrechte, wie sie sich in den Grundgesetzartikeln auch konkretisieren, sei es Gleichheitssatz und so weiter. Unter Herrn Haldenwang hat der Verfassungsschutz eine neue Aufgabe. Zusätzlich ist nun sein Aufgabengebiet die sogenannte, und jetzt kommt ein schreckliches Beamtendeutsch, verfassungsschutzrelevante bzw. demokratiefeindliche Delegitimierung des Staates. Bitte erklär das. Ja. Damit gemeint sind alle, die nicht nur sagen, die Demokratie als solche ist schlecht, wir hätten lieber eine Diktatur. Nein. Delegitimierung des Staates wird dann so verstanden, und dann nennt man ja auch die Beispiele, Leute, die die Regierungspolitik fundamental kritisieren. Man nimmt Bezug auf die vielen Corona-Demonstranten, man nimmt Bezug auf abweichende politische Positionen, und das ist Gegenstand der Arbeit des Verfassungsschutzes und ihm folgend natürlich auch den Kräften in der Publizistik, die das unterstützen. Wenn man die Zeitungen aufschlägt und dann Artikel liest, wonach diese Montagsspaziergänger oder wie sie sich auch immer nennen, von Rechtsextremen unterwandert sind und Reichsbürgern und was weiß ich für seltsamen Leuten, dann muss man als Zeitungsleser zunächst mal denken, um Gottes Willen, da ist ja was im Gange, da sind ja die Nazis wieder am Werk. Nur wenn man dann als unbefangener Betrachter die Fernsehbilder sieht oder auch die Bilder in den sozialen Netzwerken, dann sieht man keine Hakenkreuzfahnen, nicht einmal schwarz-weiß-rote Fahnen, nicht einmal Reichskriegsflaggen, gar nichts, sondern man sieht von Regenbogenfahnen über teilweise sogar, manchmal sogar Antifa-Fahnen, vor allen Dingen ein gut bürgerliches Spektrum von Leuten, denen das aus verschiedenen Gründen nicht passt, ob sie Angst vor einem Unbekannten haben, ob sie Sorge um die Demokratie haben, was auch immer. Aber sie werden in einen Topf gerührt mit den vielleicht 3-5% Rechtsextremen, die da auch mitlaufen. Da kommen wir aber wieder in die Vergangenheit hin. Genau, da kommen wir wieder in die Vergangenheit. Das ist gewollt. Jetzt nehme ich den Begriff der Delegitimierung einmal auf. Man delegitimiert den bürgerlichen Protest, die bürgerliche Denkweise, und delegitimiert im Grunde genommen das, was das Grundgesetz als Essentiale der Demokratie ansieht. Das Recht, eine Opposition zu sein, das Recht, seine Meinung frei zu äußern, das Recht, sich friedlich und unbewaffnet zu versammeln in der Öffentlichkeit, Artikel 8, Demonstrationsfreiheit. Versammlungsfreiheit. Versammlungsfreiheit oder 5, Meinungsfreiheit. Ja. Das ist eine Umkehrung eigentlich all dessen, was die Demokratie ausmacht, was die Freiheit ausmacht, was den Rechtsstaat ausmacht. Man greift an die Leute, die schlicht und einfach anderer Meinung sind, aber absolut innerhalb des Systems. Es werden Leute als Antidemokraten diffamiert, die gerade für die Demokratie eintreten. Wenn ich daran denke, dass man Bestrebungen in einer deutschen Partei, die im Bundestag sitzt, etwa Volksabstimmungen nach Schweizer Muster, neben der parlamentarischen Arbeit einzuführen, als verfassungsfeindlich diffamiert, da muss ich sagen, Moment, hier geschieht etwas, was wir alle gar nicht wollen können. Hier wird jemand, der nach einer Stärkung der Demokratie ruft, als Demokratiefeind diffamiert und dann vom Verfassungsschutz beobachtet. Also wird letztlich der Verfassungsschutz instrumentalisiert,
Wenn wir das jetzt anhören, sollten wir doch meinen, dass wir wenigstens, sag mal so, das, was wir gehört haben bei der SPD, wundert mich nichts, bei den Grünen, bei den Linken auch nichts. Mich wundert es bei der FDP und CDU, CSU. Wird da nicht interveniert? Ich meine, da sind ja Köpfe dabei, die ja durchaus der Juristerei fähig sind. Wird da nicht interveniert oder sagt man, man entledigt sich hier eines politischen Gegners, um eine Form von Blockparteien zu bilden? Also ich denke, das liegt daran, es ist der scharf linken Seite des politischen Spektrums gelungen in den letzten Jahren, bei den bürgerlichen Kräften, sagen wir mal Unionsparteien alter Art, FDP alter Art, noch die Furcht zu mobilisieren, mit Kräften rechts außen in einen Topf geworfen zu werden. Da kam eben halt das Bemühen der scharfen Abgrenzung. Ja? Ja. Wenn man heute den Herrn Merz von der CDU hört, unvereinbar, wer mit der AfD paktiert, der hat am nächsten Tag ein Parteiausschlussverfahren am Hals. Wenn ich daran denke, dass es in Gemeinderäten und Stadträten in diesem Lande Usus geworden ist, die Abgeordneten der eigenen Partei dazu anzuhalten, mit diesen Leuten nicht einmal mehr einen Kaffee zu trinken, dann muss man sehen, ja, hier ist man der linksradikalen Bewegung auf den Leim gegangen, und lässt sich darüber ziehen und sagen, ja, wir müssen alles tun, um nur ja nicht den Schatten eines Verdachts auf uns zu lenken. Wir sympathisierten in irgendeiner Weise mit Nazis. Das ist tatsächlich gelungen und man muss sagen, hier ist ein völliges Unverständnis bei mir für an sich bürgerliche Kräfte, dass sie diesem durchschaubaren Manöver auf den Leim gegangen sind. Richtig. Und unter Zuhilfenahme der Presse und der Gewerkschaften. Ja gut, das ist ja ein... Ja, das hängt ja zusammen. Lassen Sie mich kurz darauf kommen. Ich meine, dann hat ja Frau Merkel sicherlich auch ihr Übriges getan. Ich meine, sie war ja für Propaganda und Agitation in der DDR zuständig, hat ja dieses Geschäft im Grunde genommen als Tagesgeschäft gelernt und hat ja relativ wenig getan, dass ihre Partei diesem Sog des linken Befürwortens widerspricht. Das kann man ja so sagen. Wenn wir uns anschauen, Sicherheitsbehörden, Nancy Faeser möchte also das Thema Migrationsplan, sie möchte hier praktisch ein Fundus der Willigen und die anderen sollen zahlen. Nun muss man ja sagen, wir haben ja mit der Migration jetzt immer noch Riesenprobleme. Die Presse getraut sich ja nicht mehr zu berichten, was in deutschen Gefängnissen oder wie der Alltag ausschaut. Mich wundert es bloß immer wieder, dass man sagt, wir hatten in 2021 700 Gruppenvergewaltigungen, davon 350 Menschen nicht deutscher Herkunft. Die anderen wissen wir nicht, inwieweit die einen deutschen Pass haben, aber nicht deutscher Herkunft sind. Mich wundert es, dass hier Frauenverbände und das andere das alles so stillschweigend hinnehmen. Und auch hier wieder, hast du Befürchtung, dass unsere Ordnung noch mehr verloren geht? Ja, das ist ein sehr schönes Beispiel, weil ja auch die Migrationspolitik in der öffentlichen Wahrnehmung, war vor allen Dingen auch in den Medien, scharf in links und rechts unterteilt wird. Ja? Als ordentlicher Linker hat man für Migration zu sein, unbeschränkt. Und wer für Migration ist, der ist eben halt dann auch ein anständiger Mensch. Und wer dagegen ist, ist unanständig. Er ist vielleicht ein Nazi. Er ist auf jeden Fall unmenschlich. Ja? Und so wird das propagiert. Und es werden ja auch, woher kamen denn immer diese Fernsehbilder? Man suchte unter 1000 Menschen, die irgendwo an den Strand gespült werden mit kleinen Booten, suchte man sich das einzige kleine Kind aus mit großen, treuen Kulleraugen. Und die Hunderte von kräftigen jungen Männern, die ließ man mal außerhalb des Kamerablickwinkels. Ja, um zu transportieren, es ist ein zutiefst humanes Anliegen, dem wir hier einfach Folge leisten müssen, dass man damit die Aufnahmefähigkeit der entwickelten Länder bei weitem überspannt, spielt keine Rolle. Gibt ja den schönen Satz von Peter Scholler-Thur, wer ganz Kalkutta einlädt, wird
ne, wer halb Kalkutta einlädt, wird bald selbst zu ganz Kalkutta. Das ist, und ja. Das darf eben nicht sein. Eine solche Aussage gilt heute als rechtsradikal oder mehr. Und da muss man sagen, was ist eigentlich der Hintergrund? Welche Kräfte arbeiten da? Und wer lässt sich gutgläubig, naiv vor welchen Karren spannen? Und das erleben wir ja. Und wenn wir jetzt anschauen, Frau Faeser verteidigt sich also in der Form, die von der jungen Freiheit der AfD und anschließend der Bild-Zeitung und der CDU-Abgeordneten erhobenen Vorwürfe sind durchschaubar. Ich habe immer klare Kante gegen Rechtsextremismus und alle Feinde der offenen Gesellschaft gezeigt und werde das auch weiterhin tun. Frau Faeser, wir sprechen gegen Linksextremismus. Ja. Das ist genau, ist aber genau die Methode, die hier vorherrscht. Das heißt also, ich werfe etwas in den Raum. Ich habe immer klare Kante gegen Rechtsextremismus. Hier geht es gegen Linksextremismus und hier gegen Islamismus. Ja. Genau, das ist, ich nenne das einen Taschenspielertrick. Ja. Man stellt sich hin und sagt, ich bekämpfe den Rechtsextremismus und deswegen darf man mir nicht vorwerfen, mit Linken zu paktieren. Dabei unterschlägt man bewusst, dass ja auch alle anderen gegen Rechtsextremismus sind und nimmt diese Gegnerschaft gegen den Rechtsextremismus exklusiv für sich in Anspruch. Und alle, die eben dann nicht mit der Antifa marschieren, sind damit denknotwendig, ja, Sympathisanten der Rechtsextremisten. Ja. Das ist der Taschenspielertrick, mit dem Frau Faeser und andere arbeiten und wo ich mich wirklich wundern muss, dass bürgerliche Politiker aus der CDU und auch der FDP darauf hereinfallen. Unter anderem Merz. Das ist das Erstaunliche. Ja, das und da, ist das Erstaunliche. Wer das Hoffen hat, dass die CDU wieder in ursprüngliche Fahrwasser kommt, natürlich mit neuzeitlicher Ausrichtung, der wird sich bald eines Besseren belehrt wissen. Das, was du eben sagst, das wissen wir ja dann aus urgeschichtlicher Erfahrung. Nämlich aus einer Zeit, die wir alle nicht mehr möchten, dass hier letztlich mit falschen Etiketten gearbeitet wurde. Richtig. Nochmal, gegen die Nazis zu sein, ist absolut legitimiert. Aber dann zu sagen, Moment, wir machen das mit einer falschen Etikettierung, das ist schon sehr verwerflich. Das ist die alte Volksfront-Strategie, ja. Da hast du recht. Und in Richtung Herrn Merz möchte ich sagen, er ist ein typischer Politiker insoweit, als er meint, vorherrschende Strömungen in der Bevölkerung aufgreifen zu müssen, die ihn eben halt zu hohen Prozentzahlen tragen. Ich bin mir aber auch sicher, wenn in der Öffentlichkeit eine etwas andere Denkungsweise sich breit macht und beispielsweise er feststellen muss, die Masse der Bevölkerung will sich von diesen Antifa-Geschichten der Frau Faeser fernhalten, dann wirst du erleben, dass er nach kurzer Zeit auch wieder ein bisschen umschwenkt und sagt, naja, so habe ich das nicht gemeint, also da müssen wir doch und so weiter. Also die Stringenz und Lauterkeit des Denkens bei Politikern glaube ich natürlich nicht. Jetzt haben wir natürlich Februar, vielleicht ändert er seine Meinung noch im März. Kleiner Karlauer. Ne? Ja. Ja.